Hallo und herzlich willkommen auf Smarana Live. Jawohl, schön, dass ihr da seid und es ist ja jetzt die erste Sendung für unsere Kanalmitglieder und ich freue mich, dass ihr da seid. Also es ist so, dass ich diesen Abend speziell für euch kreiere und mit euch natürlich zusammen kreiere. Ihr habt die Möglichkeit, dieses Programm auch einfach mit mir zu gestalten. Und zwar spielt es auch eine Rolle, was für Fragen ihr stellt und was für Themen da dabei aufkommen. Und von daher seid ihr also maßgeblich an diesem Abend einfach beteiligt. Und das ist natürlich schön, wenn man die Wahl hat und eben dann auch ja, kreativ sein kann. Und ich denke, das ist ja auch alles geführt, von der geistigen Welt geführt und wird von den Engeln sowieso begleitet, wie ja alles, was wir hier auf dem Kanal machen, von den Engeln begleitet ist. Habt ihr schon die vielen schönen Emojis entdeckt? Und zwar gibt es Engel-Emojis und es gibt auch zwei Einhörner, die habe ich jetzt erst hinzugefügt, denn es kommt darauf an, wie viele Kanalmitglieder man hat, umso mehr Emojis kann man hinzufügen. Und deswegen hatte ich jetzt auch nochmal zwei schöne kleine Einhörner dazu gemacht. Schaut doch mal, klickt mal auf dem, auf dieses, wie heißt es, auf dieses Smiley, da wo ihr sonst die Smileys reinmacht. Und ja, ich habe schon gesehen, nein, ihr habt es noch nicht verwendet. Schaut mal bitte bei den Smileys und da steht nämlich, da gibt es eine Spalte, die heißt Smarana Emojis und unten drunter sind die YouTube Emojis. Postet doch mal alle ein Emoji, was euch so gefällt, damit ich mal sehe. Genau, Sabine, du hast schon, das sehe ich gerade. Ja, super. Also einfach nur als Erklärung, das erste Video, was wir jetzt zusammen haben, da erkläre ich eben auch noch mal so ein bisschen mehr die Funktionen und danach wisst ihr es ja dann sowieso und diejenigen, die später dazukommen, die haben dann vielleicht auch dieses Video sich angehört. Yeah, da kommt es, jawohl. Ach, ich bin so verliebt in die schönen Emojis, weil es hat mir auch sehr große Freude gemacht, die zu machen. Und ich glaube, die Freude, ja, die kann ich gut mit euch teilen. Das ist schön. Ja, gibt es denn irgendwas, was euch bewegt? Kann ich da vielleicht ein bisschen drauf eingehen? Dann schreibt es doch einfach mal in den Chat. Ihr wisst, wir sind unterstützt von der Kraft des Heilgeistes. Das heißt aber auch von der Kraft der göttlichen Flamme, die ja jeder in sich trägt. Und das ist heute Abend die unterstützende Energie. Und das heißt also, alles, was ich euch beantworten darf an Fragen oder alles, was ich für euch tun darf heute, wird von dieser Energie getragen, unterstützt und auch geheilt. Ist ja klar, das ist auch eine heilende Energie. Sehr viel Merlin-Energie ist da auch drinnen und sehr viel Jophiel-Energie, die Schöpferkraft. Das ist ja auch etwas, was jeder in sich trägt, die Schöpferkraft. Und je mehr wir die Schöpferkraft anfeuern oder benutzen, umso stärker kommen wir ins Wirken, umso erfolgreicher oder intensiver sind wir. Will ich gerade mal lesen, was die Viola geschrieben hat. Du hast eine Frage. Was ist meine Aufgabe jetzt und in den kommenden 10 Monaten? Erschöpft, wie komme ich gut durch diese Zeit bis zur Rente? Ah, okay. Also das heißt für mich jetzt in 10 Monaten
fängt die Rente an und du bist eigentlich erschöpft und bräuchtest jetzt schon ein bisschen Ruhe. Ja, manchmal kann man das gar nicht erwarten wohl, wenn das soweit ist und dann eben diese Rentenzeit beginnt. Ja, ich guck mal, ich sprühe mich mal ein mit Smarana-Energie. Und ich ziehe auch erstmal noch eine Karte für dich speziell, liebe Viola. Das war's schon hier. Also das heißt hier, meine Magie wirkt mit dem mystischen Heilstaub. Das bedeutet, dass du dich auf deine innere Flamme, auf dich selbst konzentrieren sollst, dass du deine Kraft und Stärke, die dir gerade im Moment fehlt, hier drinnen in deiner Mitte trägst, also in deinem Herzen. In deinem Herzen ist ganz viel Liebe und Kraft, welche du nutzen kannst. Und das ist am besten, wenn du meditierst, liebe Viola. Das heißt also, sobald du durch die Meditation in die Ruhe kommst, bekommst du Kraft. Und es ist ganz wichtig, dass du auch in deiner Mitte bleibst. Versuche also nicht, dich von irgendjemand oder irgendwas, dich aus der Ruhe bringen zu lassen und auch bei der Arbeit nicht. Denn es ist bei der Arbeit natürlich anstrengend, aber das ist jetzt gerade für dich gar nicht so dienlich, wenn du dich da zu sehr engagierst. Musst du es so sagen, so ist einfach die Botschaft, sondern wenn du auch in der Arbeit einfach öfters mal dir Ruhepausen gönnst, ich weiß nicht, ob das geht, dann musst du einfach selbst mal gucken und wenn du dir schöne Dinge tust für dich, das ist ganz wichtig, dass du tatsächlich schöne Dinge tust und dadurch dich stärkst, dir dadurch Kraft gibst. Und dann werden also diese 10 Monate relativ schnell vergehen, dann wirst du es gar nicht spüren, weil wenn du, die geistige Welt sagt, wenn du dir so schöne Dinge vornimmst, die du in deiner Freizeit machen kannst, sind das Ziele, auf die du dich freuen kannst und dann ist das andere mit der Arbeit nicht mehr so schlimm und auch das Politische oder was um uns herum so geschieht, solltest du gar nicht so sehr beachten, sondern tatsächlich in dir selbst die Ruhe und die Kraft suchen. Und dann kannst du sicher sein, dass du, weil du dann in deiner Mitte bist, einfach das leichter hast. Und dann vergeht die Zeit auch schneller und dir geht's gut dabei. Also das wäre die Botschaft für dich. Und du, ach so, wie komme ich gut? Ja, genau, mit diesem Verhalten kommst du gut durch die Zeit, weil du dabei Dinge tust, die dir gut tun. Genau. Ja, das war also für dich, meine Liebe. Christa Walburga, Anirama, du hast auch eine Frage, und zwar zu deinem Geistführer. Ja, ich guck mal, warte mal, ich muss mich auch noch mal ein bisschen einsprühen. Es ist ja schon krass, ich habe vor der Sendung, habe ich mir hier den Merlin hergestellt. Und der ist im Moment echt sehr intensiv zu spüren, aber ich sprühe mich trotzdem noch mal ein. Kann ja nicht schaden. Jetzt gucke ich mal. Anirama. Also, als ich die Frage vorhin las, war sofort Merlin da.
Und Merlin und Engel Michael, das sind die beiden Energien, die ich ganz intensiv bei dir spüre. Du hast dich da noch nicht so ganz entschieden. Sie sind beide, können auch zwei Geistführer sein, wenn du das möchtest. Merlin bringt dir ja die Energie der Magie, der Manifestation und trägt sehr viel heilendes Wissen, altes Wissen in sich, kann dich da gut unterstützen, wenn du sowas benötigst. Erzengel Michael ist ja für Schutz und für Reinigung sehr wichtig. Also das wäre, ich würde das so machen, dass ich zum Beispiel, wenn ich früh aufstehe, würde ich Erzengel Michael rufen und sagen, bitte reinige meine Aura, meine Energie, gleiche meine Chakren aus und lege den Mantel des Schutzes über mich. Das würde ich machen. Und dann als nächstes, weil ich ja dann weiß, also Merlin ist auch noch da, dann würde ich sagen, lieber Merlin, bitte begleite mich heute über den Tag mit deinem Wissen. Unterstütze mich in meinen Entscheidungen, in meinem Tun und begleite mich über den Tag. So wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn du beide nehmen möchtest. Und ansonsten, wenn du nur einen von beiden brauchst mal, ist es auch okay. Aber ich meine, wenn man schon, also es ist irgendwie selten, dass man zwei Geistführer hat, aber diese beiden Energien kann ich so intensiv bei dir spüren. Es ist unglaublich und deswegen habe ich jetzt auch beide mal genannt. Da lässt sich auch ganz viel damit anfangen. Also ich war ja mit Merlin intensiv bestimmt 10 Jahre, war er mein Geistführer. Ist jetzt auch noch, aber nur nicht mehr so intensiv wie vorher. Dafür habe ich dann noch einen anderen dazu bekommen, der im Moment ganz wichtig für mich ist. Und ich weiß also aus dieser Zeit mit Merlin, dieses Wissen ist total spannend und da hast du auch ganz viele Schulungen zu erwarten, die du also von Merlin bekommst, wenn du das möchtest. Und das geschieht, also diese Schulungen, die bekommt man beim Meditieren meistens. Also da, ich spreche jetzt von mir, ich habe also beim Meditieren immer ganz viele Informationen bekommen, natürlich beim Channeln sowieso, aber wenn man jetzt nicht channeln kann, dann meditiert man eben und dann erhält man dadurch Informationen, Impulse, man hat Gefühle oder Bilder. Das ist ja wirklich individuell dann unterschiedlich, wie man es eben aufnimmt und wie man persönlich welche Schwächen und welche Stärken man hat, so nimmt man dann auch diese Botschaften auf, sage ich einfach mal. Und daraus entwickelt sich dann was. Und das ist eine tolle Sache. Also, wie gesagt, bei mir war der Merlin sehr hartnäckig. Der hat überhaupt nicht locker gelassen. Der hat einfach auch gesagt, mach jetzt dies, das ist unbedingt wichtig, das ist ganz wichtig. Und mein Gott, das war gar nicht so einfach. Weil am Anfang war ich auch ein bisschen bockig. Da habe ich dann gesagt, nö. Ich kann es nicht machen, habe ich einfach gesagt, weil das waren große Projekte. Ich sollte also Dinge machen, die hatte ich vorher noch nie gemacht. Das waren wirklich große Projekte und letztendlich hat mich Merlin tatsächlich dazu gedrängt, in die Öffentlichkeit zu gehen und Dinge zu verwirklichen, die ich ohne ihn niemals gemacht hätte. Aber das war gut. Also für mich war das sehr gut. Ich erzähle dir jetzt extra von mir, damit du dann für dich herausfindest, wie das für dich sein kann, was es mit dir macht, was Merlin für dich alles bedeuten kann. Also bei mir war das jetzt das Wissen. Merlin hat ja auch ganz viel Magie. Und diese Magie ist ja dafür da, als Unterstützung bei der Verwirklichung deiner Ziele nochmal mehr Kraft reinzugeben. Und wenn man das weiß, ist es richtig klasse, weil du hast dann die beste Unterstützung überhaupt. Also Magie kann man ja im Leben für alles verwenden, für jede Tat, alles, was du tust,
Wenn du das mit Magie unterstützt, geht es besser, schneller und kräftiger. Weiter nichts ist Magie. Es ist einfach eine starke Unterstützung und bringt etwas schneller ins Rollen als wie ohne. Und das ist auch Merlin. Ne? Und dann der mystische Heilgeist, das habe ich euch ja vorhin schon erklärt. Das ist sowieso die Unterstützung für die Entwicklung deiner Fähigkeiten. Das ist es. Und ja, also ich gratuliere dir. Super, super Gefolge hast du. Genau. Bin ja gespannt, ob du was damit anfangen kannst, liebe Christa. An ihrer Ma, du kannst ja mal schreiben. Und wer noch was wissen möchte, kann natürlich auch gerne noch in den Chat schreiben. Ja, der Merlin, das ist schon eine tolle Sache. Ich trinke mal in der Zwischenzeit schnell noch einen Schluck Wasser. Meistens ist es ja so, dass die Botschaften oder die Ratschläge, ne, so, oder die geistige Welt, wenn die zu einem Thema spricht, ist es meistens so, dass die anderen Menschen auch davon eine Unterstützung bekommen. Also meistens beantwortet ja so eine Botschaft viele Fragen anderer oder die gleichen Fragen anderer Menschen auch. Und von daher ist es dann immer so, dass derjenige, der fragt, eigentlich für mehrere Menschen auch fragt. Das finde ich so schön und das habe ich früher so oft auch gemerkt, als ich ja noch regelmäßig die Sendungen Zeit für dich gemacht hatte, haben mir die Menschen oft danach gesagt, ui, ja, das hat mir, obwohl ich nur zugehört habe, habe ich mit den Antworten auch sehr viel anfangen können. Das jetzt dazu. Ja, ansonsten muss ich gerade hier nochmal ein bisschen was verstellen. Ich finde es ja eine tolle Sache, wirklich eine ganz tolle Sache, dass wir über die Kanalmitgliedschaft so besonders ja, eng zusammen sein können. Denn so viel Zeit hatte ich ja früher nicht für eine Person, um die Fragen beantworten zu können. Da ging das immer schneller und vor allen Dingen hatte ich das ja früher mit dem Telefon gemacht und dann hat es in einer Tour geklingelt und viele Leute sind überhaupt nicht durchgekommen. Von daher können wir, solange wir noch nicht so viele sind, das natürlich sehr genießen. Ich weiß, dass sich das auch dann ändern wird und das ist auch in Ordnung und dann wird einfach, werde ich mich wieder anpassen und dann wird daraus auch was Neues entstehen. Das wird man sehen. Liebe Martina, du schreibst, da ich ein absoluter Neuling bin, möchte ich dich fragen, ob du irgendetwas bei mir siehst? Ja, das werde ich sehr gerne tun. Jetzt lese ich aber schnell nochmal die Antwort von Christa Walburga an ihrer Ma. Ich habe den magischen Heiler gemacht, den mystischen Heiler. Deine Antwort hat mir sehr geholfen. Ach, jetzt verstehe ich das auch, warum das so intensiv, warum ich diese Energie so intensiv gespürt habe. Ja, ganz klar, prima, echt prima. Und also mit dem mystischen Heiler, der ist ja sehr, den kann man nicht mit dem Verstand erklären. Der ist dermaßen abgefahren, sage ich einfach mal, dass jeder Mensch mit einem logischen Verstand oder starken Verstand, der würde das niemals verstehen, was da alles gemacht wird und welches Potenzial in diesem Lehrgang überhaupt liegt. Und von daher verstehe ich jetzt ganz genau die Botschaft, die ich dir überbringen durfte. Verstehe ich. Liebe Martina, weißt du, diese Frage, die du stellst, die wird oft gestellt. Das ist jetzt nicht so, dass das so dass das was mit Unsicherheit oder mit neu, weil man neu in dem ganzen Feld ist, zu tun hat, sondern das fragen Menschen oft,
Die wollen einfach auch nochmal so gucken, was liegt denn gerade bei mir an, was ist, wo soll ich drauf achten oder was ist denn überhaupt so? Also so eine allgemeine Frage ist schon auch ziemlich interessant. So, jetzt gucke ich mal bei dir, Sabine, und dann kommen wir zum Hermann. Also, Sabine, mit deiner Erlaubnis, du hast mich ja gefragt, würde ich jetzt gerade mal deine Aura abfühlen. Also, das fängt hier im Halschakra an, da ist etwas nicht ganz im Gleichgewicht. Und dann gehe ich. Das heißt also, du solltest darauf achten, ob wirklich alle Worte ausgesprochen werden von dir. Oder ob du manches runterschluckst oder versteckst. Vielleicht sogar unbewusst. Der eine Punkt. Dann gucke ich noch mal weiter. Nee, Moment. Martina. Ja, und dann fühle ich also hier im Bauchbereich, da wo die Gefühle sind und wo die Lebensfreude sitzt, da könnte es ein bisschen mehr freier sein. Also da sind auch noch Geschehnisse vielleicht, die dir auf dem Magen liegen. Da sind vielleicht Dinge, die noch nicht geklärt sind, wo du mal hinschauen solltest. Das ist etwas, was du garantiert weißt, wenn ich dir das sage, was das sein kann, was das ist, dass du da einfach für dich schaust, wo schaue ich nicht gerne hin? Ja, was will ich denn gar nicht so annehmen oder was bedrückt mich, was nervt mich, was regt mich auf? Das sind die Punkte, die du ins Gleichgewicht bringen solltest. Das kann man schon tun, indem man auch einfach einen Chakrenausgleich macht. Es gibt ja von mir auch Videos. Wenn du so einen Chakrenausgleich machst, dann bringst du insgesamt die Balance in jedes Chakra und wirst dich wohler fühlen und dann noch die energetische Reinigung dazu. Und wenn jetzt irgendein Thema in dir hochgekommen ist, dann solltest du dieses Thema mal genau anschauen und vielleicht sogar mit mir lösen. Das könnte ich dir anbieten. Das war jetzt mal so ein kleiner Check. Okay, was haben wir dann? Sabine schreibt, liebe Nirjana, ich habe heute Mittag eine Medi mit meinem Einhorn unternommen. Es war magisch. Das glaube ich dir. Die Einhörner sind ja so ganz liebevolle Wesen. Sie sind ja so feinfühlig und sie sind auch sehr feminin, so sehr kreativ und sehr weiblich eigentlich und unterstützen jetzt unsere weiblichen Fähigkeiten, die Kreativität und die Intuition. Sowas ist ganz toll, wenn man das macht. Und ich denke, du hast da ganz viel Freude dabei gehabt. Jetzt kommen wir mal zum Hermann. Du schreibst, liebe Nirjana, ich möchte gerne wissen, ob meine Seelenverträge schon erfüllt sind. Lieber Hermann, ich schaue jetzt mal bei dir. Ich bekomme also eine sehr, sehr gute Sache. Also, ja, ich muss mich mal sortieren. Du hast schon sehr gut, sehr viel aufgelöst. Aber da hakt noch ein Problem. Es gibt noch eine Sache und die ist total verkapselt, ist die so. Die ist also, man kann fast sagen, mit einer starren Mauer
irgendwie so umbaut, man kommt da nicht so richtig hin. Da, also eine Sache soll, musst du noch, wirst du noch erleben, ist noch, wäre noch zu lösen, lieber Hermann. Das andere ist alles soweit gut, aber das eine, das fällt so richtig auf. Das, man könnte auch sagen, du bist gerade in so einer, in irgendwo festgefahren. Also das ist eine bestimmte Situation, wo du das selber auch spüren wirst, was zu tun ist. So zeigt sich mir das gerade. Ich denke, du kannst damit einiges anfangen. Du kannst ja dazu noch was schreiben, wenn du möchtest. Lieber Hermann, und jetzt kommt Smarana Yoga und Heilung. Schön, dass du da bist, Marianne. Du, deine Frage, kannst du bei mir mal schauen, was mein schmerzender Punkt im linken Ohr mir sagen möchte? Okay. Ich schau mal über die Blaupause auch rein. Ich habe jetzt eine, also es sind mehrere Dinge, die sich gerade so durcheinander zeigen. Es gibt etwas in deinem momentan, was dich unbewusst nervt, was ständig gesagt wird. Das hängt mit viel Verstand. Es ist nichts, nichts Intuitives, sondern es hängt eher mit von Personen, die eher im Verstand sind, zu tun. Ob du damit was anfangen kannst? Wahrscheinlich schon. Ich gucke noch mal. Es sind alte Dinge, die du schon so oft gehört hast und gar nicht mehr hören willst. Und es hängt damit zusammen, dass du in, noch mehr in deine Klarheit kommen sollst. Dann sind auch deine Worte klar, deine Aussagen klar, deine Handlungen klar. Dann ist es geregelt, würde ich mal so sagen. Also, ist ja sehr interessant. Wenn man so die Botschaften überbringt, kann man ja manchmal gar nichts damit anfangen, sondern nur derjenige, der sie bekommt. Und der weiß, die wissen dann immer sowieso ganz genau, so wie vorhin mit Christa Walburga Anirama, mit dem mystischen Heiler. Wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre mir das alles klar gewesen. Aber so habe ich immer, mein Gott, Merlin und so. Ja, das ist also schon sehr interessant. Jetzt bin ich gespannt, was ihr beide noch schreibt. Ah, sehr gut. Also du kannst was damit anfangen. Du kannst es zuordnen. Und dann, liebe Marianne, dann kannst du es ja auch ändern, ne? Also in dem Moment, wo man dann weiß, du kannst es zuordnen und dann kannst du ja dich ein bisschen ändern oder die Situationen ändern und dann dürfte sich das auflösen. Ich hatte heute ein Gespräch, da ging es um Allergie mit einer Kundin. Und Allergie ist ja immer etwas damit es der Seele, dir geht es nicht richtig gut. Und die zeigt das oft über Allergie. Und
Das sind auch oft unterdrückte Dinge, die man gar nicht so merkt und die vielleicht im Laufe des Lebens immer mehr, also solche Blockaden immer mehr geworden sind, die Seele nicht frei war, vielleicht man sich gar nicht so sehr selbst geliebt hat und dadurch dann so eine Allergie entsteht. Man unterscheidet dann auch noch Pollenallergie oder so, soll Wut und sowas zugrunde liegen sein. Und da muss man also wirklich tatsächlich schauen, was ist denn jetzt der Grund, was will denn meine Seele, wo bin ich in der Seele nicht im Gleichgewicht. Ich finde es sehr wichtig, dass man die Seele also ins Gleichgewicht bringt und einfach dadurch dann auch selbst ins Gleichgewicht kommt. Martina, du konntest sehr viel anfangen mit der allgemeinen, mit dem kleinen Check, den ich für dich gemacht habe. Ein größerer Umzug und das, ja. Naja, ich denke, es ist sowieso ganz viel Heilung jetzt bei den Botschaften auch dabei. Und ihr könntet euch ja jetzt danach ausrichten und einfach das dann heilen, in die Heilung geben, das, was wir besprochen haben. Und ja, super, ganz toll. Das freut mich. Ich bin auch, obwohl ich das schon so lange mache, immer wieder erstaunt, was da alles so zutage kommt mit den Botschaften und was alles eben geheilt werden darf und wie das so wirkt. Ja, also wie gesagt, am Anfang machen wir, ich denke, ich habe mir mal so gedacht, einmal im Monat, vielleicht auch immer den ersten Donnerstag im Monat, diese Prime-Zeit mit Nirjana. Und diese Prime-Zeit, die wird sich anpassen an die Situation von dem Kanal, je nachdem, wie der Kanal sich entwickelt. Und wenn jetzt zum Beispiel 100 Menschen hier wären, die könnte ich nicht alle beantworten, die Fragen. Deswegen lasse ich das so offen und deswegen wird sich das dann einfach so anpassen, wie sich das ergibt an unsere Kanalmitglieder, wie die Situationen sind. So wird es werden. Und ich bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt, wie es alles so wird und freue mich auch, dass wir schon so viele sind, dass wir ja, dass wir die erste Sendung gleich machen konnten. Und in Zukunft wird es auch so sein, dass die anderen Live-Sendungen, dass man dann nur noch draufschreiben kann, wenn man Kanalmitglied ist. Das ist einfach mein besonderer Dank an euch. Und zwar können da schon die Erdenengel, also alle Kanalmitglieder, schreiben und die anderen halt nicht. Die können dann nur zuhören. Wobei Zuhören ja auch ganz wichtig ist. Haben wir ja vorhin schon gehabt. Denn wenn einer eine Frage stellt, hören so und so viele andere zu und können auch sehr viel mit den Antworten dann anfangen. Und die normalen Livestreams, das sind ja jetzt keine Frage-Antworten-Sendungen, sondern das sind ja eher wissensvermittelnde Sendungen oder eben dann auch schöne Meditationen. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr alle da seid und ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit und wir sehen uns in 4 Wochen. Also, dann, tschüss. Smile.